Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir unser Ubuntu 8.04 einfach auf die neue Version Ubuntu 8.10 upgraden können. Wir haben da nichts Großes verpasst. Der Versionssprung von 8.04 zu 8.010 erklärt sich dadurch, dass die 8 in 8.4 für das Jahr 2008 steht und die 04 steht für den Monat, in dem die entsprechende Version erschienen ist. Das heißt, 8.04 ist im April 2008 erschienen und von Ubuntu gibt es alle 6 Monate, sage ich jetzt mal, ein größeres Update oder eine neue Version. Und deswegen hat jetzt die Oktoberversion, die 6 Monate später erschienen ist, eben die Versionsnummer 8.10. Hier gibt es also keine fortlaufenden Versionsnummern, wie Sie das eventuell von anderen Programmen her kennen. So, wenn wir jetzt hier 8.04 haben und wir wollen upgraden auf 8.10, gehen wir auf Anwendungen, Zubehör, Terminal. Und geben in der Konsole einfach ein Update-Manager, -D. Klicken wir Enter. Dann wird die Aktualisierungsverwaltung gestartet. Und hier kriegen wir die Mitteilung, neue Version 8.10 ist verfügbar. Hier auf Aktualisieren klicken. Kriegen wir eine kurze Freigabemitteilung angezeigt. Ubuntu 8.10 Intrepid IBEX oder IBEX, wahrscheinlich eher IBEX. Das könnte man sich, sage ich jetzt mal, noch merken, weil manchmal gibt es im Internet Pakete für Ubuntu, wo dann einfach drauf steht, ist für, jetzt weiß ich gar nicht, wie die Version 7.10 hieß, irgendwas mit Gatsi. Und HD Hiron war die Version 8.04 und jetzt kommt eben Intrepid IBEX. Da kann man dann eben unterscheiden. Ist es jetzt für 8.10, 8.4, 7.10 und so weiter. So, wir wollen aber hier nur aktualisieren. Gatsi Gibbon, das war 7.10, der Gatsi Gibbon. Gut, also System aktualisieren klicken. Je nachdem, wie stark Ihre Internetanbindung ist, wird das hier natürlich jetzt etwas dauern. Und natürlich müssen wir auch dann noch das Passwort eingeben. Das haben wir ja bis jetzt noch nicht eingegeben. So, letzte Warnung. Möchten Sie die Aktualisierung starten? 25 Pakete müssen entfernt werden, 193 Pakete werden installiert und 1127 werden aktualisiert, im Großen und Ganzen ungefähr 890 Megabyte. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie lange das bei ihm dauert, je nachdem, welche Internetanbindung er hat. Und hier bei mir wird quasi vorausgesagt 1 Stunde 5 Minuten. Damit kann ich leben, deswegen werde ich das hier auf jeden Fall mal beginnen. Klicken wir hier auf den Button. Jetzt, wo die Pakete installiert werden, kann es sein, dass wir ab und zu nach Konfigurationsmöglichkeiten gefragt werden. Hier zum Beispiel neu zu startende Dienste. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen im Großen und Ganzen, deswegen ich habe hier auch nur die Möglichkeit vorzuklicken. Also klicken wir einfach drauf und lassen das Upgrade weiterarbeiten. Wenn der Update-Prozess darauf stößt, dass wir eine Konfigurationsdatei haben, die anders ist als die Datei, die er installieren will, werden wir natürlich glücklicherweise gefragt,
ob wir die Datei ersetzen wollen. Hier zum Beispiel die SISL-Out-Daemon-Konfigurationsdatei. Die dürfen wir natürlich nicht ersetzen. Weil es wird ja einen Grund haben, warum wir sie seinerzeit angepasst haben. Insofern müssen wir jetzt hier auf Beibehalten klicken. Das ist ein bisschen tricky. Da müssen wir also, sage ich jetzt mal, genau aufpassen, wonach wir hier gefragt werden. Falls wir merken sollten, dass die alte Konfigurationsdatei mit der neuen Software nicht wirklich funktioniert, weil eventuell einige Konfigurationsparameter fehlen, dann kann man natürlich immer noch die Software über den Packet Manager, sage ich jetzt mal, komplett deinstallieren und nochmal neu installieren. Und dann, wenn wir wieder gefragt werden, soll die Konfigurationsdatei überschrieben werden, in diesem Fall dann eben mit Ja antworten. Aber am besten zuerst einmal versuchen, mit den alten Konfigurationsdateien weiterzuleben. Zum Ende noch bestätigen, was mit den veralteten Paketen passieren soll, ob wir sie entfernen wollen oder ob wir sie behalten wollen. Ich klicke jetzt in diesem Fall auf Entfernen. Kann mir nicht vorstellen, dass es sinnvoll sein soll, die zu behalten. So, das war's. Update hat natürlich etwas länger gedauert. Eine Stunde hat alleine der Download gedauert, wahrscheinlich weil das Update gerade erst erschienen ist. Und die Server wahrscheinlich etwas überlastet waren. Die Aktualisierung der Dateien, die hat ebenfalls so an die 3 oder 4 Stunden gedauert. Hängt natürlich davon ab, wie stark der entsprechende Rechner ist. Am Ende nochmal neu starten. Und damit ist das Update abgeschlossen auf Ubuntu 8.10. Es ist natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, optisch gesehen etwas anders als eine normale volle Installation. So wird zum Beispiel der Bildschirmhintergrund, den ich unter 8.04 gewählt hatte, der wird beibehalten. Normalerweise ist ein anderer Bildschirmhintergrund gewählt. Von dem Thema hier, also dem Visual Style, da hat sich nichts geändert. Wir haben einige optische Änderungen im Menü. Da werden zum Beispiel Menüeinträge, zum Beispiel vom Menüeintrag System, da werden die Einträge, die wiederum unter Menüs aufrufen, jetzt mit einem Pfeil an der rechten Seite versehen, damit das für den Benutzer nochmal leichter ist. Im Gegensatz zum Beispiel hier zu dem Punkt Info zu GNOME, da fehlt der Punkt. Das heißt, da kriege ich kein Untermenü. Ansonsten in der Systemverwaltung haben wir einen neuen Eintrag Create USB Startup Disk. Also dasselbe, was wir sonst eben von CD-ROM hätten machen können, können wir jetzt auch von USB aus machen. Ist allerdings wohl noch so neu, das Feature, dass es dieser Menüeintrag nicht in die Übersetzung geschafft hat. Nehme ich jetzt mal an, dass das bei einem der nächsten Updates geschehen wird. Ansonsten haben wir noch ein neues Visual Style mitgeliefert bekommen. Wenn wir mal ganz kurz das Erscheinungsbild im Menü Einstellungen System aufrufen, da haben wir hier das Menü Darkroom bzw. den Visual Style Darkroom. Klicken wir mal drauf. So, jetzt ist das hier oben schwarz gehalten bzw. dunkler. Muss man mal schauen, ob das, sage ich jetzt mal, gut ist, damit zu arbeiten oder ob es einem nachher dann doch irgendwann zu dunkel wird. Auf die anderen Einzelheiten und Ubuntu 8.10 bietet bestimmt noch eine Menge, werden wir natürlich dann in den kommenden Videos auch drauf eingehen. Okay.